Ganz so drastisch, wie Vanessa Taylor die Situation sieht, wird es nicht werden. Denn auch ihr Unternehmen ist Jahr für Jahr weitergewachsen. Ja, ich bin verheiratet. Allerdings lebt mein Mann in den USA, in Miami. Warum? Nun, seine Mutter hat über Jahre Gesuche für ihn eingereicht. Dem wurde stattgegeben und nun lebt er dort. Aber er besucht uns. Das Alleinsein ist nicht wirklich ein Problem. Oder besser gesagt, ich lasse das nicht zu einem Problem werden. Zu Anfang war es schon hart, aber in diesem Jahr schon nicht mehr. Und er lebt ja im Geiste hier bei uns. Er schickt auch Geld und kümmert sich um das Haus, auch wenn er selbst körperlich nicht anwesend ist. Wir Schwarzen stammen ja ursprünglich aus Afrika. Sie wissen die Zeit der Sklaverei, als wir als Sklaven von dort hierher gebracht wurden. Ja, da liegen unsere Wurzeln, aber das ist lange her. In Wirklichkeit sind wir Afrikaner. Wie stellt ihr euch den lieben Gott im Himmel vor, als Mann oder als Frau? Es ist ein Mann, ein alter Mann, aber er ist ein Geist und man kann ihn nicht sehen. Er gibt mir das tägliche Brot, aber niemand kann ihn sehen. Aber es ist ein wunderbarer Gott. But he's a wonderful God. Some far off for 10 days. All right, the church for me. When my husband just left, when he left, there were times when I was really frustrated. Die Kirche ist alles für mich. Zum Beispiel, als mein Mann nach Amerika ging, war ich anfangs sehr frustriert. Nach Hause kommen und zu Bett gehen, mehr war nicht. Jetzt bin ich in der Kirche. Was hilft mir das? Das hilft mir, mein Innenleben mit anderen Menschen zu teilen und auch anderen zu helfen, in ihrer Entwicklung, mental und physisch. Es gibt mir eine Menge. Die Kirche ist wie eine Familie neben der eigenen Familie. The church is like a family away from your immediate family. Thank you.
And we can see Jamaica. Yeah. Jamaica. And what can you tell me about? Was kannst du mir über Jamaika erzählen? It's fun on the beaches. Jamaika hat tolle Strände und schöne Restaurants mit gutem Essen. Und was weißt du von der Musik Jamaikas? Musik? Ich liebe Reggae und Gospel-Songs. Gospel-Songs? So wie heute in der Kirche? Ja, genau so. It is important because and it is also a good mental thing, all right? Because for you to be isolated. Gute Nachbarschaft ist wichtig, schon wegen der Hilfe. Wenn man isoliert ist, ist das nicht gut. Man sollte von den Menschen lernen, ihnen aber gleichzeitig seine Hilfe anbieten. Das gibt ein Gefühl der Befriedigung, wie sonst nichts. Ich könnte hier nicht leben, wenn ich von Feinden umgeben wäre. Das Gleiche gilt für die Arbeit. Natürlich gibt es auch Leute, mit denen ich nicht unbedingt befreundet bin, aber mit denen ich spreche und die mich ansprechen. Das ist dann ein besonderes Verhältnis. Even if we are not quote-unquote friends, but people can talk to me, I can talk to people. So that is the kind of relationship that I want, that I readily foster. Was wünschen Sie Ihren Töchtern für die Zukunft? Alright, well, for the future, I want them, first of all, to be Christians. Alright? And Zuallererst, dass sie Christen werden und ferner, dass sie intelligent und klug sind. What they want to become in life is up to them. If they are wise, they are intelligent and they are Christians, they are on the right path. Was sie in ihrem Leben werden, hängt ganz von ihnen ab. Wenn sie christlich und intelligent sind, sind sie auf dem richtigen Weg. Sie sind kluge Köpfe und werden die richtige Wahl treffen. They are Christians. I know that they can make the right choices. They have a future here. There's a future here, all right? But my husband is filing for me, and if we go over there, yes, you have to make your future there. In Jamaika haben sie ihre Zukunft. Aber mein Mann will uns zu sich holen. Ich glaube an Bestimmung. Ob es mir bestimmt ist, hier oder dort zu sein, weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. Und ich bitte ihn jeden Tag, mich zu leiten. Vielleicht kommt mein Mann ja auch nach Hause. Dann werden wir hier unsere Zukunft haben. Where you want. It might be that my husband comes back home to live. And we have a future here. All right? Jahrhundertelang wurde die Geschichte der Insel vom Zuckerrohr bestimmt. Reichtum für die Herren der Plantagen auf der einen Seite, gegen Leid und Verzweiflung der Sklaven andererseits. Aus den immensen Erträgen des Zuckerhandels erbauten die Sklavenhalter ihre Great Houses, Herrenhäuser wie dieses mit 365 Zimmern. Rose Hall, so der Name des Gebäudes, hat es aber auch anderweitig zu trauriger Berühmtheit gebracht. 1750, von einem englischen Pflanzer errichtet, bewirtschafteten über 2000 Sklaven die riesige Plantage. 1820 übernahm Annie Palmer, die als Hexe galt, das Anwesen. Drei Ehemänner hat sie hier im Haus umgebracht, auch ihre Sklaven gequält und getötet, ehe sie selbst ermordet wurde. Nach ihr verfiel die Plantage, ehe vor vielen Jahren reiche Amerikaner das Haus kauften und restaurierten. Hier sieht man, wie das Haus ausgesehen hat, als es die Rawlins 1965 gekauft haben. Es sieht aus, als ob es abgebrannt wäre, was aber nicht der Fall war. Es war lediglich 140 Jahre unbewohnt. Als die Hexe Annie umgebracht wurde, begann die Rebellion der Sklaven, wobei die meisten Herrenhäuser in Jamaika vernichtet wurden. Von 700 wurden 685 niedergebrannt. Dieses nicht, denn die Schwarzen hatten noch vor der toten Annie Angst. Sie glaubten, dass ihr Geist noch umgehen und ihren Familien Schaden zufügen könnte. And that she would haunt them and their families for the rest of their lives.